Name ist Ingelvin Gerova. Ich bin psychologische Beraterin, habe mein eigenes Unternehmen und helfe Menschen aus schwierigen Situationen, aus den Situationen, die diese Menschen versklaven. Menschen, die Depressionen, Selbsthass, eine negative Einstellung zum Leben haben, Menschen, die negative Gedanken haben, ständig Menschen, die sonst irgendwie unfrei sind, irgendwelche Neurosen haben, Zwangsgedanken, irgendwas immer tun müssen, was sie nicht wollen und so weiter. Alles, was einen Menschen versklavt. Da helfe ich diesen Menschen, ihre Freiheit wieder zu erlangen. In diesem Video sprechen wir aber über Alkoholsucht. Und ich werde in diesem Video eine wichtige Information geben, eine wichtige Erklärung zu diesem Phänomen geben, warum Menschen so exzessiv trinken, warum Menschen so viel trinken, dass sie sich selbst zerstören. Und in meiner Arbeit mit solchen Menschen, die dieses Problem haben, und das ist nicht die Schuld von diesen Menschen, dass sie dieses Problem haben, fragen mich diese Menschen immer, warum tue ich mir das an? Ich will das eigentlich nicht. Warum tue ich mir das an? Warum zerstöre ich mich auf diese Weise? Warum, gerade wo es mir gut geht, warum mache ich so einen Blödsinn, dass ich dieses Gift kaufe und mich vernichte? Und in diesem Video werde ich werde versuchen, diesen Mechanismus zu erklären, denn es ist wichtig, wenn du dieses Problem hast, dass du auch verstehst, was in deiner Psyche eigentlich vorgeht. Es geht jetzt wirklich um eine Psychoanalyse der Sucht und um diese Selbstzerstörung. Wie ist die entstanden? Erstens, es gab meistens ist das ein Problem mit der Mutter. Die Bindung zur Mutter war vielleicht gar keine oder war verletzend. Und diese böse Mutter, diese negative Mutter, hat man natürlich auch bekommen. Das heißt, der Mensch hat dann Anteile von diesem Selbsthass, weil so eine Mutter hat sich selbst gehasst und ist gegen die Natur gegangen, hat ihr Kind vernachlässigt. Und dieser Selbsthass hat das Baby, das Kind natürlich übernommen. Und dieser Anteil sitzt in der Psyche, in der Seele von diesem Kind, der jetzt schon erwachsen ist. Und dieser Mensch versucht sein Leben lang das Negative, diesen negative, böse Anteil in sich zu vernichten. Und dadurch, dass Menschen mit einem Suchtproblem auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen ein Problem haben, eine Störung haben, alle, versucht dieser Mensch natürlich einen Ersatz für die zwischenmenschlichen Beziehungen zu finden. Das heißt, das Kind hat gesagt, die Beziehungen zu anderen Menschen, und die ersten Menschen waren die Eltern, sind für mich so schmerzlich, dass ich lieber einen Ersatz dafür finde. Und der Mensch findet einen Ersatz für seine Liebe, für seine Bindung im Alkohol oder in den Drogen, denn die sind immer verfügbar, die sind immer da und die geben in den ersten Minuten ein warmes Gefühl, ein Gefühl der Liebe. Das heißt, der Mensch hat einen Ersatz für die Liebe im Getränk oder in den harten Drogen gefunden. Dadurch sagt der Mensch, ich brauche diese zwischenmenschlichen Verbindungen nicht mehr, ich habe meine Ersatzverbindung, so gesagt, zu Hause im Schrank. Und dann natürlich versucht man auf diese Weise dieses Bedürfnis nach Nähe, nach einer gesunden Bindung zu haben. Durch die Droge, durch die Selbstzerstörung. Nur das weiß man nicht, dass man sich dadurch selbst zerstört. Denn die Droge wird mit dieser positiven Verbindung, mit dieser Bindung identifiziert. Was passiert dann? Der Mensch versucht, das Böse, das Negative in sich selbst,
dieser negative Anteil Selbsthass in sich selbst mit der positiven Substanz, mit der Substanz, die er liebt, angeblich, ja. Die Liebe hat sich verlegt auf den Stoff, auf die stoffliche Energie, auf einen stofflichen Gegenstand. Und man versucht mit diesem positiven Gegenstand das Böse in sich zu bekämpfen. Das heißt, man konsumiert was Gutes angeblich, um das Böse in sich zu zerstören. Das ist der Mechanismus der Selbstzerstörung. Und das ist wichtig, dass du verstehst, warum du das tust. Für dich, wenn du dieses Problem hast, ist die Droge, egal ob Alkohol, Alkohol ist genauso eine Droge, die Droge, also der Alkohol oder eine andere Droge, ein Mittel, ein positives Mittel, was Gutes, welches das Böse in dir, das Negative in dir zerstören soll. Die Wirklichkeit ist aber, du nimmst was Negatives, Giftiges, Böses, kann man sagen, weil eine Droge, egal in welcher Menge, ist nie gut. Du nimmst das und zerstörst das Göttliche, das Gute in dir. Das ist die Wahrheit. Das heißt, es ist alles umgekehrt. Und andere Erklärung auch ist, wir gehen weiter und die Frage, warum trinkt man so exzessiv? Warum trinkt man immer zu viel? Man erlebt immer sehr gefährliche Situationen. Am nächsten Tag denkt man, mein Gott, Gott sei Dank ist nichts passiert. Viele fahren betrunken, was ich sowieso kriminell finde. Es ist kriminell. Da habe ich überhaupt kein Verständnis. Das heißt, der Mensch gefährdet sich selbst ständig. Der Mensch schadet seinem Körper so sehr, dass der Mensch dann im Krankenhaus landet und nicht nur einmal. Dann Gelenkbrüche, Knochenbrüche, alles Mögliche, Unfälle, alles Mögliche. Warum? Du hast dich wahrscheinlich 100 Mal gefragt, warum tue ich mir das an? Und hier ist wichtig, eine wichtige Funktion oder den Mechanismus der Psyche kennenzulernen. Und das bedeutet, wenn wir als Kinder oder als Menschen in jüngeren Jahren etwas erleben, auch einem Erwachsenen kann das passieren, was unsere Psyche nicht verarbeiten konnte, ein Trauma, ausgeliefert sein, wenn wir einen todähnlichen Zustand erleben. Ein Baby, ein Kind erlebt immer einen todähnlichen Zustand, wenn irgendwas passiert, was das Baby nicht kontrollieren kann. Wenn die Eltern sich trennen, wenn die Eltern streiten, wenn der Vater oder die Mutter betrunken sind. Es ist alles gefährdet das Leben eines Babys und das Baby erlebt ein Tod. Oft. Mehrmals. Was passiert dann? Die Psyche sagt, okay, ich schließe mich hier zu, ich mache mich zu, aber ich muss dieses Trauma, dieses Erlebnis bearbeiten. Ich muss mich davon befreien. Und das passiert automatisch. Ich werde versuchen, das jetzt mit einfachen Worten zu erklären. Die Psyche, deine eigene Psyche, steuert dich so, dass du immer wieder in Situationen kommst, in denen du etwas erlebst, etwas, was wie dein Tod aussieht. Das heißt, die Psyche entwickelt so eine Todessucht, das ist so unlogisch, um diese frühere Erlebnis, diese Todwahrnehmung, diese Todesangst nochmal zu erleben und aufzulösen. Deswegen trinkt dieser Mensch so exzessiv. Er will eigentlich nicht wirklich sterben in dem Sinne, aber er will das nochmal erleben. Er will den Tod erleben, um das aufzulösen, eigentlich um wieder gesund zu werden. Das heißt, der Mensch betrinkt sich so exzessiv, dass er im Krankenhaus landet.
dass er vielleicht sich verletzt, dass er einen Unfall baut, damit er in einem todesähnlichen Zustand das alte Trauma auflösen kann. Und natürlich ist das kein Weg. Das Trauma wird auf diese Weise nicht aufgelöst. Es gibt tatsächlich Fälle, wenn die Menschen ein Nahtoderlebnis haben, dass sie danach nichts mehr trinken. Weil dann sagt die Psyche, jetzt ist Ruhe im Karton, wir haben das erlebt, ich habe dieses Thema aufgelöst. Wenn der Mensch wirklich schon im Jenseits vielleicht war und vielleicht sogar was gesehen hat oder vielleicht hat jemand in einem weißen Kittel oben ihm was gesagt und der Mensch wacht auf und sagt, okay, ich habe das jetzt beschlossen, beendet. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das heißt, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus dieser Todessucht raus? Erstens muss man über dieses Trauma reden. Alles muss raus. Das verschwindet nicht von alleine. Das sitzt immer in deiner Psyche. Oft, wenn ich mit Menschen arbeite, sagen sie mir, du bist die Erste, der ich das erzähle. Und das ist immer ein Schock für mich. Das heißt, dieser Mensch hat jahrelang niemandem über dieses Trauma erzählt. Du musst darüber reden. Nicht nur reden, sondern du musst den Menschen, die dir das zugefügt haben, alles aussprechen. Du musst diesen Menschen alles sagen, was sie dir angetan haben. Nicht indem du diese Menschen aufsuchst und die vielleicht verprügelst, umbringst oder sonst irgendwelchen Blödsinn machst. Das bringt nichts, denn viele Menschen von diesen Menschen leben nicht mal. Wenn du alleine zu Hause bist oder du machst das mit deinem Therapeuten, du musst diesen Menschen virtuell wie ein Theaterstück alles aussprechen, ausschreien aus der Seele. Solange du das nicht getan hast, ist das Trauma nicht verarbeitet. Das Trauma bleibt in dir und die Todessucht wird dich nach 10 Jahren Abstinenz immer noch aufsuchen und zum exzessiven Trinken zwingen. Deswegen ist wichtig, dass diese Gefühle rauskommen. In dem Moment, wo du das aussprichst, in dem Moment, du diesen Menschen alles sagst, was sie dir angetan haben, löst sich das. Das ist dann draußen. Das heißt nicht, dass diese Menschen was Gutes getan haben und jetzt ist alles gut. Nein, aber du bekommst eine seelische Ruhe. Solange das nicht draußen ist, wirst du in diesem Trauma gefangen sein. Es muss raus. Es muss so bereinigt werden, dass du neutrale Gefühle erlebst, wenn du an diese Erlebnisse denkst. Dann wird deine Psyche dich auch nicht mehr provozieren, immer noch diese Todesnähe-Erlebnisse zu produzieren, zu erleben. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich mit diesem Video sagen wollte. Du musst die Psychodynamik von dieser Sucht verstehen, um von dieser Sucht wegzukommen. Ich wünsche dir alles Gute. Gib nie auf. Bis zum nächsten Video. Deine Inga.